Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und wir spielen Hull Critical. Wir spielen FTL mit einem der C-Schiffe, nämlich dem C-Schiff der Mantis, mit dem ich noch nicht so ganz glücklich bin, aber ich bin bisher noch mit keinem C-Schiff wirklich glücklich gewesen. Wir gehen mal in den Zivilsektor, weil es da viele Stores gibt und wir dringend einen Store bräuchten. Store? Ja, Store. Wir überleben. Zumindest eine gewisse Zeit lang. Yay. So. 58, ja, haben wir, so. Burst Laser Mark 1. Zusammen mit dem Charge Laser eigentlich eine ganz nette Option, aber so viel Geld haben wir gerade eh nicht über. Brauchen wir nicht unbedingt. Hätten wir gerne, können wir uns nicht leisten. Ja. Auch nicht, wenn wir irgendwie teure Sachen verkaufen. Die Lockbomb brauchen wir auf jeden Fall noch, die Stunbomb eventuell auch. Vor allen Dingen die Lockbomb brauchen wir aus verschiedenen Gründen noch, aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Die können wir auch erstmal schon mal wieder anstellen. So. Oh, Quest, da wollen wir auch noch hin. Ah, ich hätte mir noch Treibstoff kaufen müssen. Dammit. Ah, okay. Wir finden noch einen Händler. Hey. Sogar einen guten Händler. Aber wir haben immer noch kein Geld, aber wir können das mit dem Treibstoff nachholen. Nicht viel, aber immerhin. Oha, na toll, und eine Sonne. Schön, schön. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis uns die Lockbomb zur Verfügung steht. Denn die brauchen wir. Warum brauchen wir die? Wer rüber guckt und ein bisschen die Folgen beobachtet, der weiß das schon. Und zwar machen wir jetzt den hier und den hier. Und überlassen unseren beiden Mantis nämlich die Option hier erstmal das Ding kaputt zu machen. Ich hoffe, das reicht. Jawohl. Und dann können die beiden Jungs da meinetwegen auch einbrechen. Aber erst nachdem ihr Healing Bay kaputt ist. Oha, bei uns brennt es überall. Au. Und wir kriegen auch ständig diese blöde Flak in den Captain's Raum. Aber so können wir hier zumindest von Anfang an mit... Achso, weil hier ein Danger ist, müssen wir warten. Hehehe. Könnte ja sein, dass das Schiff an den... Oh, fuck. Könnte ja sein, dass das Schiff an den Flammenwellen kaputt geht, bevor wir den Mantis rüberkriegen. Und der arme Engi. Mein Mann, ist kaputt. Kriegst du das hin? Ja, okay, krieg ich da hin. Und der Mantis sollte aus dem brennenden Raum raus. Und sobald der Pilot das Ding repariert hat, sind wir erstmal weg. Türen können schon mal alle zu, du kannst da schon mal rüber. Wir springen da mal hin. Erstmal von der blöden Sonne weg. Okay, das ist schön. Da ist gerade gar nichts, das ist in Ordnung. Dann kannst du hier nämlich das Waffensystem erstmal reparieren. Und das ist eine Sache, die ich in dem Schiff tatsächlich ganz nett finde, wenn man erstmal zu diesem Punkt, wo wir jetzt sind, kommt und tatsächlich was gegen... Healing Base braucht, da haben wir tatsächlich was in der Hand und das finde ich eine der wenigen Sachen, die ich an dem Schiff gut finde. Muss man ganz ehrlich mal so sagen. Auf der anderen Seite sind natürlich drei Mantis als Enter-Crew jetzt auch sowieso nett, weil wegen, bevor hier erstmal einer hinkommt, dann haben wir den Vincent schon zu einem Drittel tot. Das ist schon ganz nett und wenn die dann auch nochmal Erfahrung haben irgendwann, das dauert ja nicht so lange. Oh, Eon hat schon ein Level, das ist natürlich nett. Geht das auch ganz gut. Wieso ist unser Schild kaputt? Achso, weil da ein Iron drauf ist. Okay. Okay. Nierch. Caldwell hat ein bisschen viel Damage genommen. Das ist sehr ärgerlich. Aber der hat ja auch mit Mantis gekämpft. Hier oben ist überhaupt kein Sauerstoff drin. Das ist auch ganz süß. Plupp. Und dann springen wir mal da rein. Wir müssen eigentlich schon wieder zum Store. Aber diesmal geht es uns besser als das letzte Mal. Ja. Da fahren wir jetzt mal doch eine andere Strategie. Au. Erstmal musst du da hin und die Waffen kaputt machen.
Hessen. Kannst du das Ding wieder kaputt machen? Kannst du dich mal beeilen? Au. Danke. Arschloch. Was mir an dem Schiff ganz gut gefällt, ist, es hat echt wirklich viele, viele Optionen, um grundsätzlich aus dem Lock rauszukommen. Also sprich, wir haben relativ schnell Luft aus dem Schiff entlassen. Und das finde ich an sich ganz angenehm. Durch die Drohnen müssen wir uns mühsam durchbuttern, das dauert länger. Oha, das habe ich gar nicht gesehen, dass sich das Ding schon so weit regeneriert hat, der Kacke. Nein! Immer auf den Mantis! Okay, da gibt es gar keine Diskussion, du bleibst da jetzt stehen. Wie viel hat er noch? 4. Sowas? Hat er noch 3? Schön. So. Hat doch geklappt. Ist natürlich super einfach auf diese Art und Weise mit dieser wunderschönen, einfachen Strategie. Hust nicht. Aber immerhin hat Stelly jetzt auch ein Kampflevel. Das heißt, wenn wir mal Enter-Leute haben, die da anfangen, haben sie ein Problem. Store, gucken wir mal, was du uns anbietest. Aber müssen wir so Geld für Heilung ausgeben, schätze ich. Und für sonst nicht so viel. Backup DNA Bank wäre ja mal gut. So wie wir die letzten Erfahrungen gemacht haben. Das muss mal sein. Combat Drone brauchen wir nicht. Defense Drone bräuchten wir. Könnten wir natürlich die Combat Drone gleich wieder verkaufen. Wollen wir echt eine Medbay machen? Ich mache eine Medbay. Ich bin einfach kein Freund von dieser. Oh, die ist automatisch auch den gleichen Level. Das ist natürlich nett. Das ist natürlich nett. Aber wir fahren jetzt mal die Strategie richtig. Wo ist denn die da überhaupt? Da ist die Medbay. Da muss ich natürlich mehr Strom haben. Aber okay. Aber die Kombi aus Lockdown Bomb und Mantis ist dann doch gut genug, glaube ich, um das zu rechtfertigen, dass man das mit der Medbay machen will. Warum springe ich noch zu dem anderen Store? Ich weiß es noch nicht so genau. Es wird mir bestimmt ein guter Grund einfallen. Drone Control, Defense Drone, ja, würden wir gerne kaufen. Haben wir kein Geld für. Ich hoffe, dass wir in dem späteren Spielverlauf nochmal Geld bekommen, um eine Defense Drone zu kaufen. Das wäre echt wichtig. Ja. Ja, können wir machen. 9 Treibstoff ist ein echt gutes Angebot. Das sollte man dann auch mal annehmen. Ja, total gerne. Total gerne. Noch ein Mantis. Hätten wir eine 4er Enter-Crew aus Mantis, das wäre nur geil. Schade, hier gibt's gar nichts. Na gut. Dann soll's das für diesen Sektor gewesen sein. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Liebe Leute, ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Ich bin gemischter Meinung, es läuft irgendwie so zwischen gut und mäßig. Ich bin aber die Zementente, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns in Sektor 3 wieder und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.